Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ja, beim letzten Mal haben wir den Wölfen den Gar ausgemacht, weil sie unsere Herde angegriffen haben. Und wir haben uns ein bisschen gerecht, weil sie uns das Lied versaut haben, was ich euch eigentlich so schön zeigen wollte. Und ich wollte bis hierher reiten und das hat nicht geklappt. Okay, aber jetzt gucken wir mal zu Onkel. Upsala. Wo ist der denn jetzt? Hier in der Koppel? Oder da oben. Ich nehme mal Sina. Geht das schneller? Weiß, wo der rumhackt. Rumhängt, würde ich sagen. Nicht rumhackt. Ach, hier oben. Okay. Zwischen 5 Uhr morgens und 6 Uhr abends. Ja, wahrscheinlich. Wie spät ist es? 4:30 oder sowas? Oder später. Nee, konnte ich nicht lesen. Gut, dann hauen wir uns auch mal aufs Ohr. Oh, 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 oh. Gucken wir uns unser Haus mal von innen an. Gemütlich, finde ich. Füllen unbedingt mal ein bisschen Munition auf. Okay, hauen uns mal hin. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ist es immer noch nachts draußen? Oh, wie spät ist jetzt? Um 5. Es ist nach 5 Uhr morgens, ne? Dann kann ich doch zu Onkel bestimmt hin. Sina? Wo treibst du dich denn schon wieder rum? Halt, stehen bleiben. Halt. Ja, jetzt ist auch das Kreuz da. Na, dann wollen wir mal. Ein ewiges Fest? Okay. What are you looking at, old man? There's some Mustangs and some such out there beyond that ridge. Wondering if it's worth getting you and going around some of them up. Fair enough. We're nearly out of money. Ranch is in turmoil. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Come on. That tone of voice ain't so becoming on you. Makes you seem all pent up and angry like some Blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. I'll give you a bad case if someone just shot me in the head if you don't hurry up. Are you gonna man up, kid? Ach, John, sei doch nicht zu dem alten Onkel so hart. Der weint's doch auch bloß gut. Let's get after him. Yeah. Yeah. Ganz früh am Morgen haben wir also Mustangs zum Eintreiben. What happened to you? What were you gonna do? Just look at them horses all day? Well, God forbid I'd do anything around here without checking with His Royal Highness first. Yeah, you're real good at watching. That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard, you know. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's worst. Come on. I'm getting old. Wow. I gotta start taking things Sonnenaufgang. Easy. You've been taking things easy for 40 years. Ah, hier sind ja die Mustangs. Okay. Ach, ich dachte, wir sollen die treiben. Na, dann fangen wir die. Na, komm. Das hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr.
ganz brav. Jetzt haben wir es doch gleich. Jawohl. Stop talking, damn it! Okay, wo sind die denn hin? Da hinten sind sie hingerannt. Boah, da haben wir einen ganz guten Vorsprung. Oh, Sina, renn mal deinen Artgenossen hinterher. Schönes Schokopferdchen hier. Okay, wir haben es gleich. Na los. Boah, nicht rutschen. Okay. Noch eins, okay. Die sind schon wieder über alle Berge. Ah, hier vorne sind sie. Uiuiui. Ah, hast du aber nachher einen Plattarsch, du, wenn du so viele Pferde eingeritten hast. Nein! Oh. Aua, mein Kopf. Oh. Bleib hier. Na komm. Okay, das war jetzt was anderes, dass uns einfach in den Weg gekommen ist. Okay, na gut, dann hat das andere halt Glück gehabt. Oh, ist das heftig. Ah, okay, das war nicht ganz so wild. Okay, drei Pferde. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich mal von einem runterfliege. Naja, passiert. War halt so ein besonders wildes. Genau, wir fliegen gleich über alles durch. Nicht über alles. Make sure there's enough fresh hay. We need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you. Not a bad day's work. $100? Okay. Von wem haben wir denn $100 erhalten? Du bist ein aufrechter Ritter in der öden Weite des Wilden Westens. Gesetzhüter und Augenzeugen berichten nur über Verbrechen, nachdem du den ersten Mord begangen hast. Geschäfte haben neue Utensilien. Oh, hier ist eine ganz kleine Tür gewesen. Okay, dann machen wir mit Jack weiter. Wer mit der Liebe spart, verzieht das Kind. Okay, ja. Kann ich noch nicht so mitreden. John! John! What is it, old man? It's Jack. The kid. The kid. Well, I just saw him out in the valley. Seems your tales of hunting got the better of him.
He said he was going up to the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Kid can't hunt a grizzly. Thing will eat him alive. I know. I tried to stop him. But you're worthless as a lawyer at a lynching. Damn you, old man. This is my son. Anything happens to him, you'll wish it was you that bear attacked. Lass doch mal den Onkel in Ruhe. Der macht da nun gar nichts. Also wieder Rufus hinterher und diesmal geht's auf Bärenjagd. Und ich habe das ja schon fast geahnt, dass der Jack mal alleine loszieht. Hallo, haben Sie Jack gesehen? Wahrscheinlich nicht. Wohin? Nach da unten lang, okay. Let's go. Where is he, Rufus? What you got, boy? Can you smell something? Witterst du ihn? Tall trees. Hohen Bäume. Ja, hier müsste er eigentlich hier irgendwo sein. Oder ist der ganz, ganz hoch im Norden? Den weißen Hund sieht man immer fast gar nicht. Kann er nicht blau sein? wo ist er denn? Ach, da vorne. Oh, er hat was. Jack! Can you hear me, Jack? Okay, hier Jack, hoch. You up here? Bin ich ausgerüstet? Weiß ich nicht, wie stark die Knarre ist. Okay, vorsichtig. Nicht runterfallen. Oh. Paul, help me! I'm hurt! Jack, stay down! Keep your head down! Bitte, 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 bitte. Das waren jetzt 5 Kopfschüsse. Okay, das hat ausgereicht. What the hell were you thinking going off on your own? You're just a boy. No, I'm not. I can skin an elk, break horses. Come on, let's get you home. Mann, Mann, Junge, was hast du dir dabei gedacht? Yeah, I think so. You're lucky to be alive, you stupid boy. What'd I tell you about going off by yourself? I cough by myself plenty. You just don't know about it. You're never around. So this is my fault? You disobeyed me. I was trying to prove myself. Prove what? By getting yourself killed? You're always telling me I read too many books, that I'm not a real man. I never said that. I just thought if I could do something you'd like, maybe you wouldn't go away again. Son, I ain't going anywhere. And believe me, neither are you for a real long time. Oder Jack hat Verlassensängste. Wahrscheinlich. Und will uns beweisen, wie gut er ist. Damit wir... Oder mit John stolz auf ihn sein können. Aber das ist dann ja auch so. Come. What's your mother gonna say? I'm sorry, Paul.
Please don't be angry. I ain't angry. I'm disappointed. Don't you ever run off on your own like that again. All right, I told you I was sorry. What would have happened if I hadn't come along? I don't know. I'd probably be dead. You'd be a pile of bones right now. What would you care? I'm just a nuisance to you anyway. That ain't true, Jack. I'd do anything for you, you know that. I guess there's only room for one hero in this family. Trust me, son, I ain't no hero. I'm just glad you're safe. Nee, also Heldentaten haben wir wirklich nicht vollbracht. Wir haben nur... Ja, wir wurden ja gezwungen, das zu tun, unsere ehemaligen Gangmitglieder praktisch zu töten. Was warst du denken? Du hast nur zweimal twice. Ich bin nicht ein kleines Kind mehr. Was warst du denn in meinem Alter? Bad Dinge. Dinge, die niemand machen sollte. Aber deine Mutter und ich, wir hatten nicht, was du hast. Ja, ja, ich weiß. I should be grateful. I'm not asking you to be grateful. I'm asking you to do what I say before you get yourself killed. It's always one set of rules for you and another set for everybody else. I'm sorry I made you worry, Pa. Don't be too eager to grow up, son. Ain't as much fun as it looks. When you're ready to hunt bears, I'll take you. Ja, irgendwann kann er sicherlich mal auf genug Bärenjagd gehen, wenn er mal größer ist. Okay, wir haben jetzt nur noch Jack auf der Karte. Ja, die Zeit ist aber ran. Ich reite mal ein bisschen über die Ranch und ich würde sagen... Für diese Folge war es das für Let's Play oder von Let's Play Red Dead Redemption. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Let's Play Red Dead Redemption.